Heute war ich in Mühlhausen und habe das Setup für euch getestet. Meiner Meinung nach das beste Setup in ganz Deutschland. Und natürlich habe ich richtig coole Tricks angemacht. Aber ich würde sagen, seht einfach selber. Let's go. Herzlich willkommen, Leute, zu dem Video. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr habt Crazy Laune mitgebracht. Wir haben hier in Mühlhausen in der Skatehalle ein richtig cooles Setup. Das bin ich jetzt tatsächlich ein paar Mal schon gefahren, um zu testen. Und ich dachte einfach, nehmt euch da einfach mal so ein bisschen mit, ne? Ich gucke einfach mal, wie das Setup sich so fahren lässt, was man so hoch machen kann. Aber ich glaube, das Ding hat auf jeden Fall sehr Potenzial. Ich hoffe natürlich, ihr habt gute Laune mitgebracht. Checkt natürlich erst den Link in der Videobeschreibung ab. Natürlich auch für die Grip Tapes und natürlich auch für die Clamps, die jetzt gerade rausgekommen sind. Hier erstmal nach ganz hinten. Da braucht man auf jeden Fall einen Anschwung. Das ist ein kleiner Nachteil in der Halle, aber wir fangen einfach mal an. Ich gehe wieder kurz rüber. Also das Ding ist halt, wenn man wirklich das Step-Up richtig fahren möchte, muss man von hier anfangen, dann die Quarter runter, Bank hoch, Bank runter und dann das Step-Up da ganz hinten hoch. Das ist ein bisschen ätzend immer anzufahren, aber das ist einfach die Halle hier. Guck mal, wie groß es ist. Allein schon der Abstand von der Wall, der Holzbox. Kann man nicht meckern, dafür ist die Halle trotzdem sehr cool. Guck erstmal und mach erstmal einen chilligen Kickflip, würde ich sagen, hoch, um zu gucken, wie die sich erstmal fahren lässt, weil ich bin noch überhaupt gefühlt gar nicht heute selber zu fahren. Deswegen müssen wir einfach mal gucken. Kickflip als erstes. Jo, das ist geil. Oh mein Gott. Also ich finde das ganz cool, dass man halt so richtig nice smooth landen kann. Aber ich weiß, man kann auch flat landen. Deswegen kann es auch sehr gefährlich sein. Gut, Kickless ging auf jeden Fall easy. Wie wäre es mal mit einem Kickless? Alter, ich glaube, da werde ich sterben. Aber habe ich Ewigkeiten nicht gemacht. Trotzdem sollte der eigentlich drin sein. Kickless. Uah. Auf jeden Fall ein bisschen schneller fahren und nicht in flat landen. Das ist nämlich die Schwierigkeit, finde ich, bei der Rampe. Dass man halt nicht zu weit flat, aber auch nicht zu weit oben landet. Vielleicht first try, komm. Der war schön. First try sogar. Cool. Den haben wir auf jeden Fall auch. Also ich finde das cool, dass es halt wirklich so ein schmaler Abstand ist, was Step-Up, aber trotzdem man genug Airtime hat. Bisschen ungewohnt, finde ich, das Step-Up zu springen, weil es so sehr steil ist. Aber es ist nicht unmöglich. Macht auf jeden Fall echt Bock. So, wir können natürlich auch Drop-In machen, aber nee, bin ich euch ehrlich, da bin ich auf jeden Fall raus. Jetzt gucken wir mal, was wir noch machen können. Ich meine, ich habe jetzt sehr viel Zeit, wenn ich hier lang fahre, zu überlegen. Aber ich glaube, sowas wie Fingerhooks hätte ich auch Bock. Oder vielleicht ein paar Whips oder so. Das wäre, glaube ich, auch ganz nice. Ein Heel Finger Rewind könnte man auch gleich machen. Aber erstmal gucken wir mal ganz kurz wegen Fingerwhip, ob das geht. Das Problem ist, wenn man halt so ein bisschen schnell fährt und ein bisschen steil abspringt, kann man Fingerhook sehr schwer machen. Aber kein Problem bei dem Step-Up, Alter. Junge, das ist sehr easy. Also da könnte man auf jeden Fall noch ein paar mehr Fingerhoops machen. Wir haben auch hier dieses Step-Up. Das Step-Up finde ich auch ganz cool, aber die Landung ist tatsächlich sehr sketchy zu landen. Für die Leute, die noch nicht das Google Special Versus Skatepark Video gesehen haben, checkt auf jeden Fall erst den Link in der Video, oder zweiter Link besser gesagt, in der Videobeschreibung ab. Ist cool geworden, aber da habe ich den ganzen Park hier getestet und nicht nur diese Rampe. Und ich möchte hier auf jeden Fall ein paar Sachen versuchen. So, aber was ich gesagt habe, Fingerhoop ging ja easy. Deswegen sollte eigentlich auch ein Heel Finger Rewind hier rein, beziehungsweise hier hochgehen. Also andersrum möchte ich auf gar keinen Fall fahren, aber ich glaube, das geht trotzdem, wenn man den auf jeden Fall hochboostet. Catchen sollte auch drin sein. Ich meine, ich habe den damals aus der Bank gemacht. Muss nur einmal perfekt abspringen. Und wenn ich perfekt abspringe, dann geht er auf jeden Fall wieder zurück. So, jetzt aber. Oh ja, okay, nein. Der war doch nicht First Try. Oha. Habe ich mich ein bisschen schräg gelehnt? Aber trotzdem geht er. Der geht auf jeden Fall. Second Try, komm. Das ist eine gute Challenge. Den machen wir jetzt. Zum Glück habe ich keine schwitzige Hände mehr. Ich habe auf jeden Fall meinen Game Changer benutzt. Sehr, sehr geil. Falls ihr auch keinen Bock mehr auf schwitzige Hände habt beim Rollerfahren, checkt es auf jeden Fall mal ab. Richtig cooles Produkt. Ich stehe 100% dahinter und man rutscht einfach 0,0 mit diesen Griffen. Das finde ich richtig Hammer. Gehen wir wieder hoch, um zu gucken, ob der Heel Finger Rewind jetzt auf dem zweiten wenigstens funktioniert. Das wäre natürlich geil. Ich glaube auch, das lag daran, dass ich nicht von hier angefahren bin, sondern von, sag ich mal, da vorne aus. Das ist 100 Pro. Wenn ich jetzt noch mal ein bisschen mehr Schwung habe, dann sollte der drin sein. Oh, schon wieder nicht. Hä? Was? Schon wieder aus Versehen Kickless gemacht. Den wollte ich nicht machen, Mann. Gut, alle guten Dinge sind drei. Ihr kennt's ja. Kommt man leider nicht dran vorbei. Aber jetzt der dritte Heel Finger Rewind. Let's go, komm. Oh mein Gott. Also, krass. Heute sind nicht alle guten Dinge, es sind vier. Drei meine ich, was für vier, sondern auf jeden Fall vier. Wie ich hier für Lifestyle. Heute ist nicht der Heel Finger Rewind Tag. Dafür aber so Kickless, die ich nie mache. Vielleicht liegt es am Setup, vielleicht liegt es an mir. Ich glaube, es liegt einfach nur an mir. Ich hätte auch so Bock, nochmal eine richtig geile Pumpfit Session hier zu haben. Vielleicht mache ich das auch nochmal. Ihr schreibt mal in die Kommentare, ob ich das mal machen soll. Weil hier, Pumpit Session mit ein paar Flares. Ich bin auch kurz davor. Da Flair. Jawohl, jetzt habe ich einen kompletten Sprachfehler. Kurz davor, Double Flair zu ziehen hier ins Pumpit. Und ich habe noch nie einen Double Flip auf dem Roller gezogen. Und das wäre, glaube ich, echt eine Challenge für mich. Das Flips und ich. Ja, wir sind nicht so gut beim Überwinden, aber möglich ist es. Aber wenn ich es mal machen soll, ihr schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. 40 Flares wären auch drin. Alles rum und dran. Frontflip will ich wieder versuchen. Ja gut, aber jetzt erstmal wieder zum Setup, zum Wesentlichen. Alter, checkt einfach mal, wie der Park aussieht, ne? Das ist schon crazy, wie groß einfach der Park eigentlich ist. So, jetzt aber hier Finger Rewind. Viel Stiefel Lifestyle, den machen wir. So, ich fühle das, komm. Jawohl, der ist doch drin. Sag ich doch, viel Stiefel Lifestyle. Ja gut, ich habe auch schon bei alle guten Dicke 3-3 gesagt, dass der auch drin ist, aber nö, diesmal nicht. Leider kann ich keine Finger-Kickless machen. Die würde ich auch so gerne jetzt machen, aber ich weiß nicht warum. Seit 2 Wochen ist mein Ringfinger total dick und angeschwollen. Bewegen kann ich ihn. Beim Barspins geht's auch noch. Aber es ist halt sehr ungewohnt. Wenn ich jetzt einen Fingerhut mache, dann tut's nur weh. Wirklich. Also das kann ich euch versprechen. Oh, das wäre auch eine krasse Challenge. Bartwist zu Kickless?
Oha, den habe ich noch nur einmal gemacht über eine Riesenbox. Ich glaube, Potenzial hat er über Step Up. Wisst ihr was, wir versuchen es einfach mal. Was soll passieren? Ich versuche ihn ein paar Mal, vielleicht so dreimal oder so. Und ja, könnte klappen, könnte klappen. Derzeit versuchen wir nochmal hier so ein Manual hier rum. Ja, komm. Ja, geil. First try. Wo man die Manuals auf der GoPro nicht so richtig erkennt, der war auf jeden Fall First try. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. Ich habe Bar Manual to Whip hier versucht. Aber dabei bin ich immer so schräg gelandet und beim Tail Whip habe ich es nie geschafft, hier so perfekt rein zu droppen. Leider ging es nicht, aber gut. Jetzt aber den Bar Twist to Kickless. Den versuche ich einfach mal. Dafür bräuchte ich aber tatsächlich ein bisschen schmaleren Lenker, weil er sehr breit ist. Ja, First try One Foot. War nicht schlecht, ne? Der war nicht schlecht. Okay, ich habe jetzt meinen Pulli ausgezogen, weil ich glaube, dass ich den auf jeden Fall nicht brauche. Das wird zu warm und zu anstrengend. Vor allem habe ich immer Angst beim Pulli, wenn ich im Bartus mache, immer hier so hängen zu bleiben. Ist mir schon oft beim Pulli passiert, aber jetzt Bartus Kickless. Dean ist auch da hinten bereit. Will den Film. Ach, es geht raus. Komm, second try. Hoffentlich wird er. Oh ja, ja. Was sagst du? Alle guten Dinge sind drei? Ich sage, ich habe nicht zugeguckt, ich habe nur gefilmt. Korrekt, danke. Also ich glaube, der ist auf jeden Fall der nächste. Ich muss noch ein bisschen schneller fahren, ein bisschen höher poppen. Und dann bin ich mir sogar ziemlich sicher, dass er wird. Wäre so ein kleiner Relearn. Lange nicht gemacht, ewig nicht mehr. Ich glaube, ich hätte damals auch in einer Cooler Deck tatsächlich. Aber das ist schon echt lange her. Okay, jetzt aber nochmal. Twist Kickless auf dem dritten. Komm schon, den habe ich. Oh mein Gott. Der dritte war leider nicht, deswegen vierter auf jeden Fall. Oh mein Gott, habe ich gerade erschrocken vor Janni. Da habe ich 0,0 gesehen. Ich weiß. Drei. Ja. Ist ja eigentlich immer so die gute Zahl dafür. Ja. Hast du aber leider nicht geschafft. Aber jetzt auf dem vierten. Und was ich ist für auf vier? Was ist für vier? Ich komm, sag jetzt. Ich weiß, das ist dein Spruch. Genau, das ist 100%. Ich verbinde das immer mit dir. Alle guten Dinge sind vier, weil vier steht für Lifestyle. Genau. Ich habe den Hilfinger Rewind auch auf vier gemacht. Deswegen. Digga, der Lifestyle ist real. Wirklich. Ja, deswegen muss ich ihn eigentlich schaffen. Ey, komm, Mann. Ja, alles gut. Oh shit, komm auf. Nö. Ah, nice. Ha, ich hab ihn erwischt, ich hab ihn erwischt. Okay. Oh mein Gott. Ah, viel steht nicht für Lifestyle heute. Dafür fünf für. Vielleicht zu fünf sagen. Wir müssen das mal irgendwie mal so nennen. Drei heißt ja, alle guten Dinge sind drei. Vier steht für Lifestyle, aber was ist fünf? Wir müssen was für fünf raussuchen. Vielleicht habt ihr eine Idee. Ich mach ihn aber jetzt erstmal den Bartus. Kriegt bis komm. Oh mein Gott. Bro, ich glaube, du hast den Trick vergessen. Danke. Okay, die ersten Versuche waren tatsächlich viel besser. Aber nicht schlimm. Wir machen ihn so lange, bis ich ihn geschafft habe. Ich muss euch ehrlich sagen, ich muss den Lenker auf jeden Fall ein bisschen kürzen von der Weite. Aber das ist keine Ausrede. Ich mache ihn trotzdem und ich schaffe ihn auch. Ah. Ja. Yes. Aber der war nicht der schönste, ne? Der war voll klick. Geh, ich bin am Ende weggerutscht. Aber trotzdem. Ich hab mich auch gefühlt. Ui. Ja, mal gucken. Bartwist, Kickless. Yeah, ja, der war komplett clean. Sah okay weiß aus. Nicht, was du hast. Korrekt, korrekt. Bartwist, Kickless haben wir auf jeden Fall. Ich könnte, glaube ich, noch mal was hochmachen. Wie wäre es mal mit einem Quad Whip auf entspannt? Oder, Bar Finger Whip. Aber da habe ich ein bisschen Angst mit meinem Finger, wenn ich den Bartwist so schnell mache. Aber ich glaube, der sollte drin sein. Wir machen aber erstmal einen Quad Whip, um zu gucken, ob das halt whipbar ist. Whipbar. Also nicht den Trick whipbar, sondern ob es halt machbar ist, Whips zu machen. Whipbar. So. Junge, war das einfach da, aber komm, wir machen den auf jeden Fall nochmal. Ich glaube, der sollte auf jeden Fall First Try sein. So, das sollte eigentlich ein First Try Ding sein. Ja, haben wir. Disaster. Quad Whip geht auf jeden Fall. Es ist nur, trotzdem, man lehnt sich sehr nach hinten bei der Rampe. Das heißt, mehr nach vorne lehnen und dann passt das. So, jetzt aber. Bar Finger Whip machen. Du fährst auch Step Up, ja? Ich fahr auch Step Up. Dann lass mich vorfahren, dann filme ich dir auch, was du versuchst, ja? Okay. Was willst du machen? Lass mich überraschen, Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Okay. Also dann ich überrasche mich selber, keine Sorge. Okay, das wäre auch hier. Digga, ja, da ein Flip. Also, stell's dir vor. Also in Aurich habe ich mal Flip-Step hochgemacht. Für alle, die Aurich-Step up kennen, das ist halt auch schon groß. Passt aber so, ne? Das ist noch irgendwie so ein bisschen höher und weiter. Nee, das traue ich mich, glaube ich, nicht. Okay, ja, ist ja nicht schlimm. Ich finde das auch gruselig. Aber Flair in der Quarter würde ich machen. Flair und dann auf die Wall. In welche Wall? Da diese Kante vom Flip. Ja, okay. Ich mache erstmal einen Barfinger, gucke erstmal und danach filme ich dich, ja? Dann gucke ich mal, was du machst. So, wir gucken mal. Weil ich mache mal No-Foot-Bars wieder am Anfang. Ja, der geht auf jeden Fall nicht. First try, aber wie gesagt, ich muss meinen Finger ein bisschen schon. Jetzt aber Dean. Ich habe jetzt schon eine Idee. Er kachelt hinten schon an. Mal gucken, was er jetzt macht. Oh mein, was? Nein! Der muss ich nochmal machen. Ey, aber der Nosebong, du bist an der Schräge. Ja, genau, Nosebong to Nosebong. Hä? Keine Ahnung, irgendwie fand ich das gerade lustig. Der war aber cool, den musst du nochmal schaffen, ja? Den muss ich nochmal schaffen. Yo, sogar ein bisschen Alley-Oop angefahren, oder? Das mache ich generell immer bei so ein bisschen kleinere Flares. Kann ich euch übrigens empfehlen. Kann ich euch übrigens empfehlen, wenn ihr kleinere Flares macht, ein bisschen Alley-Oop anfahren, dann kriegt ihr so ein bisschen mehr Pop raus. Das stimmt, das ist eine gute Idee. Aber jetzt erstmal ein paar Finger hoch, ich mache ihn nochmal. Jetzt aber nochmal den schönen Finger-Whip nochmal machen, ein bisschen cleaner, dass ich halt besser den ziehen kann, schneller ziehen kann vor allem. Und vor allem am Anfang den Barspin. Dann kriege ich den auf jeden Fall hin.
Oh nein, das wäre ein Barwood-Finger fast gewesen. So schräg habe ich den Finger hochgezogen. Ah, vielleicht hat er gut Dinge sind drei. Könnte klappen, aber wir schauen einfach mal. Machen den nochmal richtig clean, dass er einmal perfekt kommt und dann ist es gut. Dann bin ich auf jeden Fall zufrieden mit dem Step-Up. Also bin ich jetzt schon, aber den noch zu schaffen, wäre cool. So, komm schon. Nein, oh, komm noch einmal. Dann ist er, 100 Pro. Aber der ist schon gut knapp, der ist schon gut knapp. Ich hab's im Gefühl, ich hab's im Gefühl. Und ja, der ist. Oh, ich liebe das, wenn man, ich weiß, wenn man abspringt, dass der wird. Der war richtig, richtig schön. Hat Bock gemacht. Also ihr schreibt nochmal in die Kommentare, wie ihr das selber vor allem findet, falls ihr hier local seid, weil viele von euch sind hier local, verpassen mich immer und die Jungs da unten. Deswegen schaut auf jeden Fall auf Insta vorbei, damit ihr nicht verpasst, dass wir hier sind. Und ich würde sagen, das war's mit dem Video. Habt noch einen geilen Tag. Wollt ihr noch was sagen? Ist ja keiner hier. Wie sollte.